Ja, wir sind heute in einem Tanzstudio einer der besonderen Art, würde ich mal sagen, im Dankeschön. 18. Bezirk in der Währingerstraße. Dance and Fun, ist das Dance and korrekt? Fun, ja. Und der Titel ist eigentlich bewusst gewählt natürlich, also Titel der Name, weil Tanzen soll Spaß machen. Wir wollen über den Spaß, über die Freude an der Bewegung, über Freude am Tanzen natürlich vermitteln, aber nicht eben wie man früher Ballett so mit dem Stöckerl und was in der Profiausbildung, ich meine gerade das Stöckerl, aber die Strenge natürlich notwendig ist, aber wir wollen es vermitteln über Freude am Tanzen. Ganz wichtig. Jetzt haben wir deinen total durchtrainierten Menschen sitzen. Ich nehme einmal an, er ist dann Tanzlehrer und Tänzer. Der Keji Arekpe ist langjähriger Lehrer hier im Dance and Fun und ist auch ein super, super Tänzer. Also er wird uns auch nachher, glaube ich, was tanzen. Das freuen wir uns Und schon. ja, und Dance and Fun, also wie gesagt, er ist langjähriger Lehrer hier und hat viele Schüler. Und auch mit bei vielen Aufführungen haben wir immer Gutes zum Schluss, auch da viel getanzt und so. Und wir haben jetzt neu gegründet, zusammen natürlich, Dance and Stage, das der Keji leitet und die Organisation übernommen hat. Und auch dort der Hauptlehrer ist, es wird Gastlehrer geben, aber das wird der Keji dann natürlich selber erklären. Tanzen, was ist so das Besondere, was ist das Wichtige, dass man sagt, man soll tanzen? Das Wichtige ist, dass wir nicht nur als Geist bestehen, sondern auch als Körper. Und der Körper drückt eigentlich viel mehr aus als Sprache oder irgendwas. Also Körpersprache wissen wir alle. Und dieser Ausdruck ist ganz, ganz wichtig. Natürlich, den bringt man dann in eine Form, sei es Ballett oder Hip-Hop oder Urban Styles oder Breakdance oder Step. Aber Tanz drückt etwas aus, abgesehen davon, dass es sehr gesund ist, sich zu bewegen. Jetzt ist das vielleicht bei uns ein bisschen ins Hintertreffen geraten, die Freude am Tanzen. Es gibt sehr viele Nationen, Völker, für die ist Tanzen tagtäglich und Ja, wichtig. richtig. Und bei uns ist es irgendwie so, naja, das muss man können und das wird dann beobachtet und wer weiß, ob ich das gut kann. Natürlich, wenn man sich damit beschäftigt und es lernt, kann man mehr ausdrücken. Das ist bei allem so. Wenn ich heute Skifahren lerne, dann habe ich mehr Freude am Skifahren, als wenn ich mich einfach draufstelle und irgendwie runterfahre und dauernd Angst habe, dass ich umfalle. Aber im Prinzip kann jeder tanzen, natürlich ist es eine Begabungssache und auch eine Lernsache, dass manche mehr und manche weniger, aber das ist so wie auch bei Sport. Ich meine, Skifahren, ja, es gibt tolle Skifahrer und es gibt welche, so wie mich, die einfach auf den Skiern stehen und runterfahren und Spaß dran haben. Ich kenne so die runterfallen. Na, no. Glaube ich nicht. Jetzt einmal an dich die Frage, was braucht man, um tanzen zu können? Das Erste, wie Frau Badalewska Elisabeth gerade erwähnt hat, ist das Wichtigste natürlich, Freude an der Bewegung zu finden. Und das Nächste ist natürlich, dass man sich auch nicht nur auf etwas konzentrieren sollte, an einem Punkt zum Beispiel. Also ich würde dabei anfangen, den Körper zu spüren, dann Schritt für Schritt Dinge zu erlernen, die einem auch interessieren und Spaß machen, was man natürlich auch in der Stunde auch sowieso mitbekommt, aber auch selbst sich auch nicht zu vernachlässigen im Sinne von nachzuforschen, was könnte hier oder dort dieser Stil, dieser Schritt, diese Bewegung, was einen halt interessiert und daran sollte man bleiben und dran setzen. Genau. Jetzt haben wir da einerseits Dance and Fun und Dance and Stage. Ja. Wo liegt der Unterschied? Wenn das eine ist, Bühne ist mir schon klar, also ich kann mir schon Es ist wie vorstellen. gesagt, Dance and Fun ist der Hobbybereich. Zu uns kommen Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die einfach ein engagiertes Hobby machen wollen und ein-, zweimal die Woche tanzen. Genau. Dance and Stage. Ist natürlich eine professionellere Ausbildung, sprich wir wollen unseren Studierenden und Studenten auch eine persönliche Marke setzen, indem wir sie in die paritätische Prüfung schicken, um sie dort eben absolvieren zu lassen. Sprich, es sind 2 Jahre Ausbildung. Nach einem Jahr gibt es eine Kontrollprüfung, eben auch in einer Kommission, in einer kommissionellen Form, wo Lehrende oder Tänzer, die eben sich mit diesem Stil in Urban Style in unserem Fall beschäftigen, dann zu uns kommen oder wir zu ihnen kommen und dann eine Prüfung absolvieren, sodass wir sehen und unsere Studierenden vor allem sehen, wo sie gerade stehen. Und dann kommt nach einem Jahr die absolvierende paritätische kommissionelle Prüfung, wo dann Okay.
der Abschluss. Das auch eine staatlich anerkannte Prüfung ist. Das heißt, man hat dann wirklich sozusagen eine Kontrolle von außen. Es ist nicht nur, dass wir sagen oder irgendjemand sagt, der wohlwollend ist, sondern einfach eine staatliche Prüfung, wo Profis sagen, ja, der Mensch ist also jetzt professioneller Tänzer. Das heißt, man lernt immer, aber man steht in den Startlöchern als Profi. Jetzt, wenn man oft hört, so Tanzschulen oder Dings, das ist so, denkt man, Spitzentanz und so weiter. Welche Musikrichtung wird bei euch bevorzugt oder unterrichtet? Also bei uns gibt es, wir sind wirklich sehr breit von aufgestellt. Wir von klassisch, also wir haben Ballettvorbereitung, das ist für Kinder ab 3, 4 Jahren. Das ist natürlich ein Kennenlernen des Körpers, Raumrichtungen kennenlernen, links, rechts, oben, unten, hinten, vorne. Musik hören, Rhythmik, Musik in Bewegung umsetzen, eine kleine Geschichte tanzen, dass man einfach hinkommt, dass es Ausdruck ist, dass es nicht nur ist Bewegung wie Turnvater Jan, was ja sehr gut und richtig und alles ist, aber Tanz drückt ja was aus. Und das nächste ist, dann Ballett, dann gibt es natürlich alle Levels bis zu den großen Mädels und Erwachsenen. Leider wenig Burschen, die Ballett machen, oder bis fast gar keine, leider. Schade. Und die dann natürlich, da ist dann Spitzentanz, obwohl man muss natürlich fairerweise sagen, wenn man es 1-2 Mal die Woche macht, ist es nicht so, dass man jetzt auf die Bühne geht und so tanzt wie Giselle. Das ist keine logisch. Das ist eine Zeitfrage natürlich auch und Trainingsfrage. Dann haben wir natürlich Urban Styles, was beinhaltet von Hip-Hop und Videoclip-Dancing und Street-Dance und was noch? Dancehall? Commercial, ja, Urban Styles, eben haben wir schon gesagt. Dann haben wir Step, was nicht Step zu verwechseln ist mit der Gymnastik, mit Aerobic oder so, sondern da kann man mal wirklich Wirbel machen und so Fred-Astaire-mäßig? Fred-Astaire-mäßig, das wäre also der American Step oder klassischer Step, aber mit den Kindern machen wir dann auch natürlich teilweise Rhythm-Type, wo also der ganze Körper Rhythmik macht und teilweise, also es wird natürlich schon Technik gelehrt auch. Dann haben wir noch Breakdance, ja nicht zu vergessen, da haben wir viele Burschen, Gott sei Dank, und die dann wirklich also sich nicht nur auspowern, sondern auch wirklich viel herzuzeigen, und das ist natürlich dann auch in der Schule ein Renommee, und ja, also das sind meistens die Burschen. Was haben wir noch? Wir haben noch Videoclip-Dancing. Videoclip-Dancing habe ich schon gesagt. Ja, das ist aber schon sehr viel. Ja, also wie gesagt, ja. Also wir haben so wirklich breit aufgestellt, ja. Wenn man heute vor einer Entscheidung steht, Hobby. Ja. Und kann man, wenn man sein Kind damit bestärkt, sagt, ja, mach das, bringt das was für das Kind? Jein. Das heißt, man soll sein Kind schon bestärken und fördern, nur gegen den Willen des Kindes sagen, du machst jetzt Ballett, weil das ist gut für die Haltung. Ja, das stimmt, aber wenn das Kind es nicht will und dann so drinnen hängt und sagt, das will ich nicht, wird's bei nichts funktionieren. Dann bringt es nichts. Also das heißt, bestärken ja, aber es muss schon, man sollte das Kind bestärken in dem Wunsch nach Bewegung, etwas auszudrücken, den Körper kennenzulernen. Man darf ja nicht vergessen, die Kinder sitzen sehr viel und sehr viel mit Kopf beschäftigt und Computer, und ist alles gut und schön, aber die brauchen auch, der Körper braucht auch viel und die Seele. Ich glaube, je früher man anfängt mit dem Tanz, umso besser ist es, weil ich glaube, der natürliche Drang eines Kindes ist ja sowieso da, sich zu bewegen. Natürlich. Und ich glaube, da wäre der richtige Moment, wo man sagt, probier es einmal aus, gehen wir mal hin. Natürlich, ja. Also deswegen sage ich bestärken, ja, aber mit Überzeugung oder mit elterlicher Überzeugung jetzt zu sagen, du machst das jetzt, das bringt leider nichts. Ja. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich was vergessen habe. Wir haben ja schon sehr viel besprochen. Ja, ganz ein wichtiger Punkt. Dein Zugang zum Tanz? Mein Zugang zum Tanz, der war ganz lustig, weil ich bin am Land aufgewachsen und kam dann erst mit 10 in die Stadt, von wegen Gymnasium, und habe dann, und ich war eigentlich ein dickes Kind,
Also ich war zuerst schlank, dann auch in der Schule. Ich habe mich immer gern bewegt, aber in der Schule bin ich dann viel gesessen und so. Und man nimmt dann zu. Und dann hat es geheißen, dann mach doch Ballett, oh, das ist gut. Und nach der fünften Stunde oder was kam ich heim und wusste nicht, soll ich weinen oder lachen, weil die Aussage der Lehrerin war, so begabt, aber so dick. Und ich wusste, ist das jetzt positiv, negativ? Und dann haben meine Eltern gesagt, wenn du so begabt bist und das gern magst, dann ging ich eben zur Dialucca in die Ballettschule und jeden Tag und war dann nach einem Jahr mit 11 schon in der Ausbildung an der Volksoper. Die Dialucca war damals Ballettchefin, weiß man leider, wie alt ich bin. und habe dann neben meiner Gymnasialzeit die Ausbildung gemacht, im klassischen Tanz, aber in der Volksoper natürlich auch viel Charaktertanz. Mhm. Was mir damals Spaß gemacht hat, der Jazzdance und so, das war, ja, gab's, aber war ganz anders wie heute. Das war ein bisschen mit Lyrical vergleichbar, okay, aber nicht wirklich. Mhm. Aber die ganzen modernen Richtungen gab es nicht, leider, muss ich sagen, weil das hätte mir, glaube ich, sehr Spaß gemacht. Aber ja, nach der Matura war es aber so, dass ich einfach gesehen habe, ich bin nicht der klassische Tänzerinnen-Typ. Ich bin nicht von Natur aus dieses ganz filigrane Persönchen. Ich musste dauernd weniger essen und hungern und habe Probleme mit den Zehen gehabt, Spitzenschuhe und so. Okay. Und dann habe ich die Schauspielausbildung gemacht und habe das verbunden. War kein Fehler, wie man deutlich sieht. Nein, es war kein Fehler. Und dann habe ich zu unterrichten begonnen und nein, es ist eigentlich alles. Das ist mein Zugang zum Tanz und ich liebe Tanz und ich habe jetzt auch jahrelang Salsa gemacht, also Kontrastprogramm oder so, aber natürlich klassischen Tanz mache ich nicht mehr. Dein Zugang? Mein Zugang ist, ich war mit 3,5 Jahren ungefähr beim Impulstanzfestival im Sommer, allerdings nur zum Zusehen, weil meine Tante begeisterte Hobbytänzerin war und die hat eben gemerkt, dass ich mich jedes Mal, wenn die Korrepetitorin gespielt hat, ein bisschen mitbewegt habe und dann doch auch mehr und hat gemeint, das scheint dir zu gefallen. Magst du nicht einmal Ballett für Kinder, Präballett probieren? Und das war eben der Anstoß. Dann habe ich in privaten Ballett schon mehrere Stunden besucht und habe dann mit 8 Jahren die Aufnahmeprüfung an der Staatsopernballettschule damals noch gemacht und bestanden. Und habe dann eben 4 Jahre dort verbracht und dann gewechselt an das jetzige MUG, damals noch Konservatorium der Stadt Wien. Habe dort mehrere moderne Tanzstile kennengelernt, natürlich auch zeitgenössischen Tanz. War dann auch kurzzeitig in New York und habe dort Urban Styles eben tanzen dürfen und kennenlernen dürfen, intensiver. Und der Wurzel, kann man sagen. Genau. und dann habe ich mich entschieden, mehr Fusionierungen zu machen und habe eben von Ballett über Mischungen mit Hip-Hop begonnen oder Hip-Hop mit Street-Dance oder Urban mit Contemporary und bei unseren Goodies, wie Elisabeth immer schon gesagt hat vorher, tanze ich gerne auch Fusionierungen, die eben nicht der Regel entsprechen, aber neu gestalten, genau. Und dadurch auch interessanter sind natürlich, weil man sieht, also wir haben schon verschiedene Stile bei diesen Goodies kombiniert, auch wie gesagt, dass der Keiji nicht nur allein, sondern mit anderen Tänzerinnen oder Tänzern und das ist einfach fürs Publikum auch sehr interessant und macht den Tänzern, glaube ich, auch sehr Spaß, weil das ist lebendiger, als wenn man sagt, so, ich tanze diesen Stil und Punkt. In dem Bereich auch wenig Jungs, die da das machen wollen, oder? Bei Urban ist es so, dass auch mehr jetzt Jungs sind als in Ballett zum Beispiel, weil Hip-Hop, Breakdance natürlich auch sehr viel fördert. Wenn es auch präsenter ist in den Medien und so. Videoclips etc. Genau. Natürlich. Ja. Und dadurch ist das schon auch mehr Reichweite präsent. Eine ganz wichtige Frage, wenn man jetzt unser Video gesehen hat und sagt, wow, ich möchte mich informieren, wie mache ich das am besten? Ganz einfach, man geht ins Internet unter www.danceandfun, in einem geschrieben, danceandfun.at oder man ruft uns ganz altmodisch an, auch im Internet zu finden natürlich. Wir sind auf der Währinger Straße 125 und in der Plener Gasse Nummer 5, beides im 18. Bezirk, Dance and Fun. Wunderbar öffentlich zu erreichen. Öffentlich zu erreichen, ganz einfach mit der U6 bis Währinger Straße Volksoper. Und dann, das machen eigentlich wir, glaube ich, immer, geht man 10 Minuten zu Fuß oder man fährt 2 bis 3 Stationen mit 40 oder 41. Das heißt, es kommt alle 3 Minuten. Kein Warm-up. Ja, aber generell ist das. Und ja, ich hatte auch Eltern, die gesagt haben,
Ballett ist eigentlich viel billiger als die Währingerstraße, weil wenn man da auf und ab geht, das ist sehr schön. Und ja. Also es ist auch ein interessanter Spaziergang für Mama, Papa oder was auch immer. Ab welchem Alter kann man beginnen? Man kann beginnen, ab 3 kann man es probieren, die Vorbereitung in das Präballett. Das hängt dann vom Kind ab. Manchmal wollen Kinder in dem Alter nur einfach tanzen, wie sie wollen und sind noch nicht bereit, dass man ihnen etwas vermittelt. Ab 4 generell funktioniert es tadellos. Wunderbar. Jetzt haben wir besprochen, wann man mit welchem Alter man beginnen darf. Jetzt als Spätberufener eben, nicht unbedingt, dass ich jetzt ein Star werden will, aber ich sage jetzt, Kinder sind außer Haus, ich habe jetzt einfach die Zeit, mein Hobby zu frönen. Gibt es da irgendeine Grenze, wo ich sage? Nein, es gibt eine Grenze, wenn der Arzt sagt, bitte nein. aber sonst gibt es keine Grenze, also von uns ganz sicher nicht. Es ist auch natürlich, wird geschaut, dass in den Kursen ungefähr ein Alterslevel ist, weil es ist, also wir haben kein Problem, wenn jetzt eine 18-Jährige ist und eine 60-Jährige, aber ob das dann ein gutes Gefüge gibt in der Gruppe, weiß ich nicht, aber ansonsten, also es ist nicht... Es ist ein 60-Jähriger, ist ein Hochleistungssport. Ja, also solange man Freude und Spaß hat, da sind wir wieder bei Dance and Fun. Und solange es, also wie gesagt, körperlich, ist nach oben kein Limit. Sagen wir noch einmal ein Stichwort, bekommen Gesundheit. Mhm. Tanzen ist gesund. Ja. Was wird am meisten trainiert? Am meisten wird trainiert, also mehrere Sachen. Also es ist natürlich die Koordination und vor allem die kognitive Fähigkeit. Also es ist, weil man wirklich nicht nur einen Schritt macht und sagt, so Schritt, das war's. Sondern man macht Schritt mit Arm kombiniert, Schritt mit Kopf kombiniert, man fokussiert, man schaut einfach, dass man mehrere Dinge auf einmal macht. Das heißt, also es ist mehrfach für den Körper, so wie man den Muskulaturhaltung. Es ist ganzheitlich, also weil, wie gesagt, es werden alle Muskeln trainiert. Es ist nicht so wie beim, ich weiß nicht, Stemmen, dass man jetzt nur, naja, nein, da muss man auch den ganzen Körper, ist kein gutes Beispiel. Aber es gibt sicher Sportarten, wo halt ein Körperteil bevorzugt wird. Aber das ist ein ganzheitliches Training und es ist vor allem ein schonendes Training. Es wird nicht irgendwie... mit Gewichten und jetzt muss man und dann reißt irgendwas oder so, sondern, und wie der Keiji schon richtig gesagt hat, es ist natürlich ein kognitives Training. Wir hatten auch schon Kinder, Jugendliche, die geschickt wurden von der Ärztin, die gesagt hat, also gegen Legasthenie oder so, weil einfach rechts, links immer geübt wird, vernetzt wird etc. Und es ist auch etwas, was man gemeinsam macht, das darf man nicht vergessen. Es ist gut für die Seele, es ist eine Gruppe, die gemeinsam etwas macht, man schaut aufeinander. Es ist also nicht nur so, dass jeder wild durch die Gegend macht, wie ihm gerade ist, sondern man macht gemeinsam und stimmt sich aufeinander ab. Also das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt. Absolut. Ja, wir haben schon sehr viel über das Tanzen gesprochen, über Gesundheit und so weiter. Aber ich glaube, es hat auch einen ganz wichtigen Aspekt. Es hat auch einen, glaube ich, sehr wichtigen, nicht nur seelischen Aspekt, dass man eben Gefühle ausdrückt sondern, und gemeinsam etwas macht, sondern auch für das Selbstwertgefühl oder für das Körpergefühl, wie wirklich, man ist einfach mehr in seinem Körper zu Hause und nicht hat einen Körper, der vielleicht da und dort irgendwelche Unregelmäßigkeiten hat, ja und, die haben wir, sondern es ist einfach, man ist mehr da und präsent und ist in seinem Körper zu Hause, weil man, der Körper ein Ausdrucksmittel ist und nicht nur einfach vorhanden ist, weil man ja halt kein Geistwesen ist. Ich weiß nicht, ich habe oft das Gefühl, dass Leute, die Tänzer sind oder tanzen oder wirklich sehr, sehr gerne tanzen, dass die ganz eine andere Körperhaltung haben, also eher aufrechter gehen. Natürlich, sie sind in ihrem Körper zu Hause, sie sind sich ihres Körpers bewusst und zum Beispiel, man kann bei einer Tür reinkommen und jeder merkt, das heißt jetzt nicht, dass man präpotent wo hineinstolziert, sondern aber einfach, man merkt, da ist jetzt jemand reingekommen. Und dann gibt es manchmal, sie schleichen sich irgendwie so heimlich rein, weil es ist irgendwie peinlich oder sie wissen nicht, wie sie wirken oder so. Es ist egal, ich meine, ob man jetzt, wie gesagt, wir alle sind nicht perfekt und um das geht es auch gar nicht, sondern es geht nicht darum, jetzt die Schönheit zu präsentieren oder die Perfektion, sondern das bin ich. Präsent zu sein. Das bin ich. Und wirklich präsent ja, zu sein. Und natürlich, wir haben einen Geist, wir haben einen Kopf, wir haben eine Seele, klarerweise, und wir haben aber auch einen Körper. Und der ist da. Dann
hoffe ich, dass sich viele, viele melden. Ja, wir freuen uns. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, auch Erwachsene natürlich. Wir haben auch Erwachsenenkurse. Mit dem Keiji haben wir Videoclip Dancing und Dance Workout. Wir haben Step, wir haben Ballett für Erwachsene. Was jetzt nicht bedeutet, spätberufene Ballerina, sondern es ist einfach ein wunderbares Körpertraining, was aber eigentlich viel mehr Spaß macht. Es ist mit Musik, es ist künstlerisches, es ist einfach mehr Spaß, als dass ich sage, ja, ich mache halt jetzt irgendwo in einem Fitnessstudio. Ist sicher super und sinnvoll und alles, aber... Heißt, ich brauche aber keine Angst haben, wenn ich sage, ich möchte jetzt einmal probieren, dass die anderen Spaß haben, weil ich es probieren will. Nein, absolut okay. Nicht. Es gibt Anfänger, Intermediate und Fortgeschritten und Spaß haben die Gruppen, wenn man so zuhört, immer, aber nicht übereinander im Bösen, sondern einfach miteinander. Wunderbar, und wir werden jetzt noch ein bisschen hineinschmökern bei euch. Gerne, wir freuen uns und vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, bis bald vielleicht.